Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Stecher Motorradtechnik. Heute sind wir auf dem Prüfstand mit einer Honda CWR 600. Ich weiß jetzt immer, wie die Leute sich mit langen Haaren fühlen, so. Wenn die so ein Haar so im Gesicht so. Ja, das habe ich jetzt so großartig angekündigt. Wir sind mit einer CWR 600 auf dem Prüfstand. Und das sind wir auch. Also habe ich die Wahrheit gesagt. Wir sind jetzt mit der CWR auf dem Prüfstand. Ja, das war die Auflösung. Danke fürs Zuschauen. Gut. Ja, wir sind aus folgendem Grund aus dem Prüfstand, weil es sich um ein Rennmotorrad handelt. Und wir das auf der Straße nicht Probe fahren können. Also wir könnten vielleicht, aber wir dürfen es nicht und deswegen machen wir es natürlich auch nicht. Nichtsdestotrotz, selbst wenn sie angemeldet wäre, wären wir wahrscheinlich auf den Prüfstand gegangen. Fehlerbeschreibung seitens des Kunden, also er kommt jetzt ganz frisch aus dem wunderschönen Oschersleben und sagt, je wärmer das Motorrad wird, so weniger Leistung hat er. Also gerade oben raus führt das dann zu Aussetzern, dass das Motorrad einfach nicht mehr ausdreht. Im kalten Zustand dreht er sie nicht aus, aber wenn sie warm wird, dann wird es immer schlimmer. Also fängt sie an, dass sie, wir haben jetzt hier einen roten Bereich bei 15, dass sie dann das erste Mal bis 15 dreht und danach wird es immer weniger und irgendwann dreht sie nicht mehr über 10.000. Gut, das Ganze werden wir uns jetzt anschauen, werden sie also einmal auf dem Prüfstand warm fahren und dann parallel dazu gleich mal eine Abgaserfassung machen. Ist immer ganz hilfreich, wenn wir sowieso schon auf dem Prüfstand sind, dass wir uns das Abgas anschauen können. Da können wir dann sehen, läuft sie zu fett, läuft sie zu mager oder ist das Abgas prinzipiell in Ordnung, aber sie setzt trotzdem aus, was dann auf die Zündung schließen lassen würde. Und ja, wenn das Fahrzeug zu mager läuft, ist klar, ne, wir haben zu viel Luft oder zu wenig Sprit. Zu viel Luft ist in den seltensten Fällen so, also das ist eher so ein Leerlaufproblem, dass das Fahrzeug mit zu viel Luft dann einfach nicht klarkommt. Das wäre dann so gerissene Ansaugstutzen, Nebenluft, das übliche Problem. Bei Volllast wäre jetzt Nebenluft nicht mehr so ausschlaggebend, weil selbst wenn Ansaugstutzen so ein bisschen eingerissen ist, spielt das bei Volllast keine Rolle mehr, das atmet der mit weg, weil der Spalt ist so klein, da kriegt er gar nicht so viel Luft durch, dass er das bei Vollgas nicht schaffen würde. Zu fett würde bedeuten zu viel Sprit oder zu wenig Luft. Beide Fälle gibt es. Luftfilter komplett zugesetzt würde bedeuten, das Fahrzeug läuft viel zu fett. Das säuft dann tatsächlich oben raus auch komplett aus. Säuft dann aus? Ab. Säuft ab? Ich muss die Präposition, glaube ich, mal wieder durchgehen, was wir da so, welche Präposition wo angebracht ist. Ich bin ja immer so aufgeregt, wenn wir filmen und schlecht vorbereitet. Ja. Wir müssen auch eigentlich mal wieder so ein News-Video, so ein Laber-Video machen, so dass man noch mal ein bisschen was, ein paar Sachen wieder aufklären kann, glaube ich, weil die Leute es dann doch einfach immer wieder vergessen, weil sie ja wirklich denken, wir sitzen im Kämmerchen und planen tagelang irgendwelche Videos und setzen die dann um mit 25 Takes, bis uns das gefällt. Stimmt ja nicht. Also, wir werden sie fahren und einfach mal schauen.
Ja, denn. So. Ja, also wir haben definitiv ein Kraftstoffproblem oben raus. So ab 10.000 magert sie massiv ab. Ich habe es jetzt auch gar nicht mehr ausgedreht, weil kommt oben raus halt nichts mehr. Geht ab 10 ins Magere. Wir werden jetzt mal zuerst mit unserer externen Pumpe fahren und schauen, ob sich da was ändert. Ne, damit würden wir dann nämlich gleich Kraftstoffpumpe, Sieb, Druckregler, alles soweit ausschließen. Manchmal kann das Leben so einfach sein, oder? Schön. So, wir legen uns das hier nochmal gerade schnell übereinander. Guckst du. Da kannst du jetzt gucken. Guckst du. Also, Drehmomentleistung. So, ab 10 hier um und bei, wo sie vorher volle Kanne ins Magere geht, wo einfach kein Sprit mehr nachkommt, sind wir hier schön im Fetten. Das Fahrzeug ist übrigens nicht eingestellt, also ist nichts geändert, ist komplett Serienmap. Passt aber so, kann man so fahren. Ist ein bisschen fett hier vielleicht. Oben raus ist eigentlich wunderbar. Ja, da haben wir hier unten einen super AFR-Wert. Haben hier das Drehmoment, das steigt auch noch weiter. Die Leistung steigt dann dementsprechend auch weiter. Wir haben einen Unterschied von 89 zu 104 PS. 15 PS mehr. Wir haben ein Kraftstoffproblem oder ein Tankproblem. Ja, Tankproblem könnte auch sein. Haben wir auch schon gehabt. Tankdeckel. War es in dem Fall nicht, weil ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich bin eben schon mit offenen Tankdeckel gefahren. Na, ich habe einmal den Deckel hier geöffnet, weil wenn wir keine vernünftige B- und Entlüftung haben, dann saugt die Kraftstoffpumpe irgendwann hier ein Vakuum im Tank und dann kommt kein Sprit mehr nach. Deswegen bin ich eben schon mit offenen Tankdeckel gefahren. Das war aber alles soweit in Ordnung, das heißt, der Tankdeckel ist es nicht. Jetzt müssen wir einmal die Kraftstoffpumpeneinheit ausbauen. Es wird relativ sicher die Pumpe selber sein, die dann einfach ab einer gewissen Temperatur, weil der Kunde auch sagt, es wird, je wärmer es wird, desto schlimmer wird, dass die Pumpe dann einfach nicht mehr ausreichend fördert, dass der Kolben in der Pumpe eventuell klemmt oder zu schwergängig ist und einfach nicht mehr genügend Druck aufbaut. Sie läuft tatsächlich noch, also richtig Aussetzer oder so hatte ich jetzt nicht, aber man sieht ja, Leistung nichts gut. Die Aussetzer könnte man jetzt tatsächlich provozieren, wenn ich die Bremse ein bisschen zuschalte, also dass wir einen realitätsnahen Abrollumfang sozusagen und Windwiderstand hätten, also dass der Motor von der Wirbelstrombremse des Prüfstands etwas heruntergebremst wird, dann werden wir sehr wahrscheinlich auch so ab 12.000 Umdrehungen, spätestens wenn wir über AFR 15 hier gehen, dann wird das Fahrzeug Aussetzer kriegen, definitiv. Gut, wir bauen den Tank einmal runter, bauen die Pumpe einmal aus. Sieb gucken wir uns an. Ich glaube nicht, dass man da was sehen kann, aber schauen wir mal. Ist kaputt. Nun gut, dann machen wir mal fix gerade wieder unsere CSP-App nutzen. So, ich wollte ein Foto machen und das im Auftrag hinterlegen, damit wir dann auch sehen, wenn, weil da sind ja doch so ein paar Leitungen und Kabel, ne, wo man hier mal so gucken muss. Ja, also hier unten sehen wir schon das Kraftstoff-Sieb, das sogenannte. Also diesen zusammengeknüllten Topfschwamm oder was. Ist immer das Sieb. Danke. Dann haben wir nämlich, habe ich auch im Video schon mal erwähnt, aber eigentlich wird es auch mal wieder Zeit. Wir haben ja jetzt Warenwirtschaftssystem, haben wir ja CSP, mit Abstand die beste Software, die es gibt. Unbeauftragte, unbezahlte Werbung, wie man immer so schön sagt.
Ich bin einfach super zufrieden. Und da haben wir nämlich eine App und da können wir den Auftrag auswählen und können dann hier mit dem Handy Fotos machen. Und die sind dann direkt dem Auftrag zugeordnet. Und dann kann man jederzeit, wenn man irgendwann sagt, wir bauen das wieder zusammen. Wie war denn das? Kann jeder das einsehen in den Aufträgen. Beste. Zack. Nehmen wir uns mal, der geht oben und der, gut. Beidseitig. Dass wir auch sehen, wo welcher Kabelanschluss ist, ne? Zap, zap, guck, speichern, jetzt haben wir es drin. Jetzt können wir es auseinandernehmen. Gut. So denn. Vorsichtig hier diese Gartentür abbauen. Ihhh. Könnt's auch noch mal schneller machen. Dann sind wir wieder bei Werner. Iku, iku, iku. So. Hier oben ist der Druckregler drin. Der an der Pumpe, das ist hier die Masse. Rücklauf. Rücklaufleitung. Also wenn der Druckregler entscheidet, jetzt so viel, dann öffnet er und der überschüssige Druck kann direkt wieder nach unten in den Tank. Gibt es auch teilweise extern, dass das an der Einspritzung drin liegt mit einer Rücklaufleitung. Aber das sind eher die älteren Fahrzeuge. Bei den neueren ist es meistens alles im Tank integriert. So. Hier ist der Ruckregler. Jetzt müssen wir irgendwie unten den einen Anschluss hier noch abfummeln. Das ist ein 7er. Masse auch noch. Wenn ihr Fragen habt, müsst ihr die Kommentarfunktion dann nutzen. Ne? Also kann ich auch nicht alles. Ich habe keine Fragen. Achso. Genau. Nur weil du so ratlos guckst. Ja, das ist das gut. Guck mal, Liqui Moly kommt. Hey. Angeflossen. Wow. Ist schon wieder ein super Tag heute, ich merke das schon. Wir sollten das auch an der Stelle abbrechen, glaube ich. Das führt zu nichts. Oh ja, ach mir. So, guckst du. So, nu aber, gucke. Das ist jetzt Pumpe. Hier ist der Pumpenträger, die Pumpe saugt hier unten an durch dieses Sieb. Das ist ein bisschen vibrationsdämpfend. Das Sieb ist soweit, naja, leicht verschmutzt. Das kann man aber nochmal ausspielen. Sieht ja insgesamt noch nicht so schlecht aus. Ist teilweise auch dann komplett auseinandergefallen und alles. Pumpt das dann oben in den Pumpenträger. Da sitzt der Druckregler drin. Wenn der Druck um und bei 3 Bar übersteigt, pumpt er das Ganze wieder in den Tank zurück. Ansonsten pumpt er es auf der anderen Seite durch diesen Kanal, der dann dort unten rausgeht, Richtung Einspritzung. Wir werden jetzt die Einspritzpumpe hier, also die Kraftstoffpumpe hier, austauschen und dann noch mal eine Probierfahrt machen. Weil ich ja so ein Fuchs bin, haben wir die Kraftstoffpumpe natürlich da. Zack. Zu den Preisen sage ich dann später noch mal was. Das Sieb haben wir so ein bisschen gereinigt. Das ist wieder schick. Das hier, das alles noch mal ein bisschen durchspülen. Das alles noch mal ein bisschen durchspülen und dann bauen wir das mal wieder zusammen und dann fahren wir noch mal über den Prüfstand drüber rüber.
Jetzt schaust du, guck mal, hier, da, schöne. Läuft, funktioniert, hat Leistung, 104 PS am Hinterrad, haben wir sogar noch 0,5 PS gewonnen, zu Vergleich mit der externen Pumpe, wo wir mit gefahren sind. Das lag an dem geschmeidigen Einbau, den wir da gemacht haben. Das haben wir gut gemacht. Nee, Problem behoben, auf geht's, ab nach Oschersleben, weitermachen. Ja, also, Fehlerbild, Kraftstoffpumpe. Sie hat jetzt wohl nicht geklemmt oder so, man sieht an der Pumpe gar nichts. Das ist leider gang und gäbe. Es gibt auch häufig den Fall, gerade Straßenmotorräder, irgendwie Motorrad abgestellt in der Sonne. Sonne scheint auf den Tank, gerne auch nicht bei der Honda, wo dann noch eine Kunststoffhaube drüber ist, sondern wo es wirklich der Blechtank ist. Dann erhitzt sich der Tank so stark, dass teilweise die Kraftstoffpumpen gar nichts mehr machen. Also machst du Zündung an und die Kraftstoffpumpe läuft nicht mal. Da gab es auch teilweise bei dem einen oder anderen Hersteller mal Rückrufaktionen dazu, aufgrund dieser Tatsache. Naja, in dem Fall war es doch die Kraftstoffpumpe. Ganz hervorragend. Ja, schönen Bremsflüssigkeitsbehälter haben wir eben noch montiert hier hinten, weil da war vorher dieser Schlauch dran, der hat ein bisschen rausgesapscht. Und ja, hübschi. In dem Sinne, in den Kommentaren, ob ihr auch schon mal eine kaputte Kraftstoffpumpe hattet oder ob eure Kraftstoffpumpe funktioniert oder ob ihr gar keine Kraftstoffpumpe habt. Ne? Abonniert den Kanal, folgt uns auf Instagram. Macht's gut, bis bald. Tschüss.